Jens Kiefer, zwei neue Spieler wurden verpflichtet gestern. Deine Aussage zu Nico Zimmermann und Tobias Rockt? Ja, Nico Zimmermann war schon länger im Gespräch, dass wir ihn verpflichten können oder ausleihen können bis Saisonende. Da gab es schon länger Gespräche, aber wir wollten auch abwarten, wie die Eindrücke der Testspieler waren, die wir die letzten zwei Wochen im Training hatten. Es war eigentlich klar, dass wir noch eine Personalie machen müssen, auch aufgrund der zwei oder drei Abgänge, die wir hatten. Und wir haben dann uns für Nico Zimmermann entschieden, weil er hat eine gewisse Qualität für diese Klasse. Er hat schon höher gespielt. War in Elversberg, hat das nicht ganz so gepasst. Und dann war es für uns absolut jetzt finanzierbar, eine Ausleihe, muss man sagen. Auch ein Dank an Elversberg, wie unkompliziert und korrekt das alles abgelaufen ist. Wir haben es dann am Sonntag Abend relativ schnell klar gemacht. Und ja, ich freue mich auf einen guten Spieler, auf eine Alternative mehr, die wir haben. Und ich hoffe, er wird in der Rückrunde das zeigen, was er schon öfters gezeigt hat. Hallo, ich bin Nico Zimmermann, bin 29, bin jetzt von Elversberg nach Homburg gewechselt. Davor habe ich für den VfR Aalen, Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und FC Saarbrücken gespielt und die Jugend über war ich in Lautern. Wie kam es, dass du zum FC Homburg gewechselt bist? Ja, mir wurde jetzt überraschend mitgeteilt, dass man jetzt nicht mehr unmittelbar jetzt richtig mit mir planen wird bei der SV Elversberg. Und so ist es jetzt im letzten Moment doch passiert, dass ich gewechselt bin. Hat sich das vorher angedeutet, dass Elversberg nicht mehr plant mit Ihnen? Nee, es kam jetzt eher überraschend, weil ich auch gegen Ende der Vorrunde auch gespielt habe und ja, war ein bisschen überraschend. Wie sind Ihre Ziele beim FC Homburg? Ja, ich denke, der Verein, der will jetzt die Runde ordentlich zu Ende bringen, maximale Punkteausbeute und selbst gute Spiele für Homburg abliefern. Und aus Ihrer Sicht sich weiterempfehlen für den FC Homburg weiter dort zu spielen? Ja, ich möchte jetzt einfach wieder Spaß am Fußball wieder zurückerlangen und gute Spiele machen für Homburg. Was dann die Zukunft bringt, das wird man dann sehen. Haben Sie bei Jens Kiefer gespielt? Nein. Sie kam später. Richtig, ja. Seit wann ist Nico Zimmermann ein Thema gewesen? Ja, das so etwa 10, 12 Tage her, da wir das erste Mal Kontakt hatten über die SVE bzw. auch über den Berater. Und seitdem war es ein Thema, aber wir wussten ja, dass wir ihn nicht irgendwo im Training sehen müssen. Wir wissen, dass er voll trainiert hat in Elversberg und im Training steht und wir wissen auch, was er kann. Und dementsprechend haben wir uns jetzt kurzfristig entschieden, das zu machen bis Saisonende. Auf welcher Position ist er angedacht? Doch, das werden wir sehen, wie er sich einfügt in die Mannschaft. Er ist vielseitig einsetzbar, ich sag mal von Position 6, 8, 10, Außenbahn, alles, was offensiv so kommt, was es offensiv gibt, kann er spielen. Und dann werden wir sehen, wie er sich in unsere Mannschaft einfügt. Er ist ausgeliehen bis zum Saisonende. Wie kann es dann weitergehen? Ja, das werden wir in der Rückrunde sehen. Wie gesagt, wir haben bei dieser Sache kein großes finanzielles Risiko. Wenn er bei uns zu alter Form, zu alter Stärke zurückfindet, werden wir mit Sicherheit auch über ein Engagement für nächste Saison reden. Aber da muss Elversberg dann auch noch ein Wort mitreden, da er dann noch ein Jahr Vertrag in Elversberg hat. Also das ist im Moment alles offen. Tobias Roth wird als dritter Torhüter dazukommen. Ja gut, das war jetzt sehr, sehr kurzfristig gemacht. Wir hatten schon länger so zwei, drei Kandidaten im Auge. Das hat sich alles zerschlagen. Und Tobias Rott ist ein erfahrener Torhüter, der auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel hat und ist als Backup gedacht für die ersten zwei, die wir haben. Er wird Standby machen. Er wird, so oft es geht, von der Arbeit her trainieren. Ich hoffe, dass es zwei, dreimal die Woche sein wird und wir dann zu den Spielen kommen, wenn wir ihn brauchen. Das ist so abgesprochen und man sieht schon, dass Kevin Poll im Moment verletzt ist diese Woche. Er hat Knieprobleme und da werden wir ihn schon brauchen. Also für die zweite Mannschaft ist er nicht angedacht? Nein, auf keinen Fall. Er ist ein Torhüter, der absolut, wenn er kommt, nur für die erste Mannschaft gedacht ist. Dankeschön.